Heute ist der 24.02.2011 und hier sind die Anzeigen des Tages. Und heute, vor 73 Jahren am 24.02.1938, stellt das amerikanische Unternehmen DuPont die erste Zahnbürste mit Nylonborsten her. Die Zahnbürsten kamen wesentlich besser an als die Vorgänger mit den Stahlborsten. Und am 24.02.2005 brechen die Wissower Klinken ab. Das sind große Kreidefelsen an der Kreideküste von Rügen. 50.000 Kubikmeter Kreide stürzen ins Meer. Das sieht jetzt nicht mehr so schön aus da. Aber die Fische haben alle ganz, ganz hohe Stimmen. So, heute ist wieder unser Wetter angesagt. Ich fühle mich trotzdem wohl, denn ich stecke in den Vorführmodellen der Gummistiefel von Gartenloft.com. Die sind super, da kann man gut mal hingehen, falls man Gummistiefel braucht. Gartenloft.com haben auch andere Sachen, die jetzt nichts mit Garten zu tun haben. Ganz viele schöne Sachen. Hingehen oder im Internet gucken. Gartenloft.com. So, lieber Anton, das ist für dich. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. So, und auch ich, mein lieber Anton, jetzt bist du schon 9. Noch 3 Jahre, dann können wir endlich ein paar von den ganz tollen Filmen gucken, die du so gerne gucken möchtest. Aber heute wird erstmal gefeiert. Feier schön. Ein ganz dicker, fetter Kuchen wartet auf dich. Ich hab dich lieb. Und noch 1000 Geburtstagsküsse. So. Schmidt Foxy Food, mein Lieblingsimbiss in der Friesenstraße 72, gibt der Wurst ja bekanntlich die Würde zurück. Und zwar in hoher Qualität, in bestem Geschmack, in stilvoller Umgebung. Das versteht man bei Schmidt unter Foxy Food. Die Ware ist frisch, die Zutaten sind hochwertig, die Zubereitung könnte liebevoller nicht sein. Die ehren die Wurst da, ja. Und genauso kommt sie auf den Tisch, auf Wunsch, auch in Bio. Und das Auge isst da sogar mit, alles schön schlicht, schlicht schön. Alles klar designt, alles warm beleuchtet, alles gut beschallt, alles für die Wurst. Und für euch, also hingehen, probieren, Schmidt Foxy Food, Friesenstraße 72. Lecker! So, und jetzt habe ich noch einmal eine Wohnungsanzeige. Lotte und Alex suchen ein Zuhause. Das sind zwei kleine Mesh, nein. Lotte und Alex suchen ein Zuhause und sie geben sich Mühe. Sie haben nicht nur mich beauftragt, nee, die haben auch Flyer gedruckt. Die lassen also nichts anbrennen. Hier, das sind die beiden. Lotte und Alex suchen eine 4-Zimmer-Wohnung in Nippes oder im Agnesviertel. Und jetzt kommt's, bis 1300 Euro warm sind sie bereit zu bezahlen. Dafür muss aber ein Balkon dabei sein, wo man hier so einen Tomatenstrauch hinstellen kann. Da, Tomate steht dran. Lotte und Alex haben eine Mail, lottebolle@web.de oder bei Patch22 melden. Wir geben die Sache dann weiter. Lotte und Alex, eine Wohnung, 4 Zimmer, bis maximal 1,3 warm. Da muss was gehen. Zum Schluss gibt es hier immer noch einen Tipp von meiner Oma. Frische Ananas, das heißt nicht aus der Dose, frische Ananas, sorgt für reichlich Wasserausscheidung und verhindert damit Fettsucht. Aha, jetzt wissen wir auch endlich, wovon sich Victoria Beckham die ganze Zeit ernährt. Frische Ananas. So. Das war's von mir. Wenn Sie was zu sagen haben, sagen Sie es Patch22 in der Schillingstraße 22. Die sagen es mir, ich sag's im Viertel. Jeden Tag 16 Uhr hier vor der Agneskirche. Wenn Markt ist, auch um 12 Uhr am Sudermannplatz. Oder rund um die Uhr im trockenen und warmen Internet. www.derschwarzebrett.de. Das bin ich. Tschüss.